Ja gut, das nehmen wir mal. Das ist auch so ein Typi. Ja, ist auch ein Anführer. Kacke. Lasst uns die Gefangenen gegen Essen tauschen, meinte er. Warum sollen wir nicht das Essen? Den können wir umnieten. Und weg bin ich. Elite-Bogenschütze. Alter, sind die alle irgendwie Anführer? Schnüffelt hier immer noch rum. Das ist ja mal echt scheiße, Mann. Doof ist halt, ich kann diese Anführer nicht plätten, solange ich noch hier in irgendeiner Art und Weise dieses Ding nicht habe. Aber warte mal. Vielleicht könnte das auch mein Viech machen. Aber dann habe ich wahrscheinlich alles wieder an der Backe. Ich kann durchatmen. Ich mache mich hier selbst verrückt. Ich glaube, der kann hier nicht rein. Scheiße. Ich müsste mal da hoch. Wie ich höre, wollen sie den Sonnenring wieder einführen und suchen nach Opfern. Dein Name stand ganz oben. Die sind ja freundlich. Ich hab mal davon gehört. Einfach so. Sie durchtrennen noch nicht mal die Tür. Nein, du musst hier hoch, du Dumpfbacke. Komm, geht weg, ich will da hoch auf diesen blöden Turm. Ihr habt mich nicht gesehen, es ist nichts passiert. Okay, da kommt hier definitiv nicht hoch. Alles klar. Wen haben wir denn als nächstes hier in der Gegend? Irgendwie gar keinen mehr. Doch, da, guck mal. Aber das ist auch wieder so ein Stufe, keine Ahnung was, Viech. Genauso wie der Typ. Wo ist denn dieses Alarmteil? Du weißt noch nicht mal, da drüben. Alter, jetzt sind die schon zu dritt? Immer noch auf der Suche nach mir. Sieht echt gut aus. Ah!
Okay, das bringt nichts. Ja, wenn der sich nicht hier... Okay, der wäre auch weg. Aktuell bewegt sich keiner mehr von denen. Die sind auch viel zu weit weg. Ah, warte mal. Au. Ich sehe nichts mehr. Ah, der traut sich auch nicht so richtig. Schenkt mir keine Beachtung. Scheiße. Das Viech will partout nicht hier hochkommen, ne? Zeig dein schickes Köpfchen. Yeah. Ich hab nur noch zwei Pfeile. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig. So, einer weniger. Ganz ruhig. Aber ich habe sie gut gekillt. Die liegen fast alle schön in der Mitte. Genau, geh weg. Weiter
Rein theoretisch sind jetzt gar nicht mehr so viel übrig. Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. So, wo haben wir denn jetzt noch fehlende Typis? Scheiße, sind das noch viele. Ich glaube, das mache ich lieber. Das mache ich lieber heimlich. Da bin ich ganz so viele Probleme. Als wenn ich da jetzt mit dieser fetten Wumme da reinstürme und. Oh, der hat echt viele Kisten dabei. Und die Aufmerksamkeit aller auf mich ziehe. Ist das Lagerfeuer? Da oben sind die Gefangenen. Ich habe schon zu viel dabei. Irgendwie dafür haben wir noch nichts gekriegt, ne? Und schon wieder still. Hältst du mich für eine Idiot? Ja, tue ich. Scheiße, sind das viele, ne? Ich sollte lieber die Füße stillhalten. Die sollen mal schön suchen. Das ist mir nämlich gerade völlig bumsegal. Puh, okay. Hier sind echt viele von diesen Special-Fuzzis. Viele Banditenanführer. Okay, rein theoretisch käme man. Na? Ach so, das ist nur eine Rutsche. Haben Sie mit den Gefangenen vor? Bestimmt nichts Gutes. Ist egal, ich lasse einfach frei. Ich öffne den Käfig.
Ich hoffe nur, die versauen mir jetzt nicht die Tour. Ich lasse euch hier nicht zurück. Das ist dieses Raketenwerferteil. Das ist wieder so ein Spezial-Ding. Da ist mein Teil. Ah, guck mal, da könnten wir jetzt mal ausprobieren. Ob der jetzt hier reinkommt. Auf dem richtigen Weg ist er schon mal. Oh. Ich hab's doch gewusst, die versauen mir voll die Tour. Oh, mit einem Schlag bin ich tot. Okay. Ich sollte mir vielleicht eine explosionsfreudigere Waffe nehmen. Ich hoffe nur, wir müssen jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Das wäre echt scheiße. Oh, ernsthaft? Kacke, Alter, das ist... Okay, ich kann hier oben nicht zielen. Also sehr viel aushalten tun die ja echt nicht. Aber wir wollen da ja irgendwie mal rein. Das werden wir hier wahrscheinlich nicht schaffen. Dieses Mal lassen wir diese blöden Gefangenen Gefangene sein. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Sch-
schon sind wir in der Burg drin. Okay. Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken. Und alle in der Umgebung. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. Ah. Also sagte ich, ich lasse mich mit einem Osserwahn erledigen. Dann... Entdeckung, los! Ach, scheiße. Ja. Die Sonne wird durch deine Rippen scheinen, wenn ich mit dir fertig bin. Nimm das. Ach, komm schon. Los, komm. Ich sehe was. Tust du nicht. Das sollte sie zumindest aufhalten. Gut, und jetzt? Warte, Inventar, genau. Waffen. Schleuder. Nein, die nicht. Die wollen wir haben. Die packen wir hier rein. Ja, super. Die Hälfte von dem Scheißlager ist eh schon kaputt. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Gut, das mit der Sprengwaffe, das können wir jetzt auch wieder etwas umwandeln. Oh ja, da unten sehr gut verteilt haben sie sich echt. Kann ich da durchlaufen, ohne zu sterben? Ich will es eigentlich nicht riskieren. Oh oh.
Okay, das macht nix. Ich werde mir erstmal die Sachen außerhalb des Lagers holen. Also das, was auf dem Turm da ist. Schwupp, da war sie aus. Okay, von da aus sehe ich nicht viel, das heißt, ich muss runter. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. So, da ist ein Trank drin. Und was ist hier? Okay. Tränke, die brauchen wir eigentlich momentan eher weniger. Das da oben sind noch die zwei Gefangenen. Da oben. Ach, guck an. Da habe ich die getötet. Okay. So, das wär's dann hier gewesen. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Das heißt, wir plündern jetzt erstmal den ganzen Haushalt hier, dass der nicht mehr so krass in der Optik streut. Immer noch, dass der hier reinkommt, aber irgendwie will er das nicht anscheinend. Ja, soll er mal... Das ist ein großes Tierchen, kriegt das schon mit.